Jo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Und zwar ist es mal was anderes, weil ich habe mir gedacht, kann man ja eigentlich mal aufnehmen, weil der ein oder andere hat das in der Größenordnung vielleicht noch nicht gesehen, noch nicht erlebt, whatever. Ja, der ein oder andere weiß es auch schon. Ich sammle seit einem halben Jahr oder eigentlich schon das ganze Jahr 2015 alle Sammelkarten von allen Games, die ich habe. Habe sie teilweise auch gekauft, habe auch extrem viele durch Booster Packs bekommen, die man ja in Steam random erhält. Je höher dein Steam Level ist, desto mehr kriegst du. Random, wenn andere Leute Abzeichen von den Games erstellen, von denen du das Abzeichen hast. Kann man auch alles in den FAQ, welche Booster Packs kann ich erhalten und bla 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 nachlesen. Aber das war jetzt so die Schnellerklärung. Und ja, ich werde jetzt einfach extrem viele Abzeichen erstellen. Und warum habe ich damit gewartet? Ist ganz einfach, man kriegt während den Summer Sales oder, ja, das war jetzt Fail, während den Steam Sales kriegt man immer diese mysteriösen Karten. Also wenn sie halt noch nicht angefangen haben, kriegt man random Karten, also mysteriöse Karten mit irgendeiner random Nummer. Und die werden dann erst ab dem Sale, das ist jetzt im Winter Sale, Weihnachts Sale, der 22. also am Dienstag, werden die dann zu den Weihnachtskarten. Also wie die dann aussehen, wie die heißen, ist, ja, keine Ahnung, kann man jetzt vornherein nicht sagen. Ist aber auch vollkommen egal, weil man kann von den Karten dann noch mehr Abzeichen erstellen. Die geben auch XP und auch Gegenstände, die dann eben den Weihnachtssale feiern, heißt es, glaube ich, immer. Und ja, so kann man halt, indem man Abzeichen erstellt, noch ein bisschen extra Abzeichen bekommen und extra Gegenstände bekommen, die man eben nicht bekommen würde, wenn ich jetzt einfach irgendwann random im Januar oder Ende Januar einfach so die Abzeichen erstellen würde. Level 64 haben wir jetzt schon. Ist leider nicht immer. Also die Karten gibt es seit, ich weiß nicht mehr, okay, haben wir schon die höchste Stufe für das Abzeichen. Bei manchen Dingern ist es so, dass man keine Karte bekommt und bei manchen Summer Sale Abzeichen, ach, ich sage immer Summer Sale, ja, weil der Summer Sale das letzte war, wo ich es gemacht habe. Nein, bei manchen von diesen, ja, Sale-Abzeichen, sagen wir jetzt einfach mal. Keine Ahnung, das ist irgendwie komisch, das so zu sagen, weil ich sage immer Summer Sale, aber das ist eigentlich voll falsch, weil es ist ja nicht immer der Summer Sale, aber Summer Sale war jetzt das letzte. Und der Halloween Sale war nicht erwähnenswert und der Black Friday Sale auch nicht. Also ich habe da zumindest nichts gekauft, von daher sind die jetzt mir nicht im Gedächtnis geblieben. Das letzte große war eigentlich echt der Summer Sale. Und eigentlich war der auch scheiße dieses Jahr. Also eigentlich habe ich dieses Jahr nichts auf Steam großartig gekauft, also GTA 5. Und sonst eigentlich nichts, ne? Also echt nicht, also halt so kleine Sachen und für CSGO jetzt auch viel, aber ansonsten, also dieses Jahr war echt nicht so der Steam. Ja, dann doch eher 2013 und 2014. Naja, jedenfalls bei diesen Sale-Abzeichen kriegt man nicht immer drei, also eigentlich kriegt man drei Gegenstände, einen Hintergrund, ein Emoticon und dann war es immer wieder so, dass man Gegenstände von irgendwelchen random Spielen bekommen hat. Das war jetzt aber bei diesem Summer Sale nicht mehr so, also weiß nicht, wieso die das nicht mehr gemacht haben. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Das System dahinter versteht man nicht, beziehungsweise sie machen es immer wieder anders. Ja, ist halt die Frage, wie es diesmal sein wird. Ich habe keine Ahnung, aber ein Emoticon und einen Hintergrund, den kriegt man safe. Aber davon gibt es dann meistens auch nur 5 oder 6 Stück und dann kriegst du die halt doppelt und dreifach. Ist ja klar, Level 65. Ja, genau, so ungefähr funktioniert das. Man könnte das Ganze jetzt in sehr schneller Geschwindigkeit abspielen. Muss mal überlegen, ob ich das eventuell nicht sogar machen werde, aber ich denke mal ja nicht, weil ich ehrlich gesagt damit schlechte Erfahrungen habe. Ich habe das schon mal probiert und da, ja, war das ein bisschen fail, weil dann ist die Hälfte des Videos irgendwie verloren gegangen und ich habe keine Ahnung wieso. Muss ich mal schauen, ob ich das hinbekomme. Wenn nicht, dann wird es in voller Länge rauskommen. Müssen wir mal gucken. Jedenfalls wird das eine ganze Weile dauern, deswegen könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und bei mir beim Hochleveln zugucken. Ich weiß, das ist sehr interessant. So, wir haben aber erst 7 von 11 Karten, also haben wir schon einige doppelt bekommen oder wir haben bei manchen wieder keine bekommen. Jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz drauf geachtet. Aber man kriegt auf jeden Fall nicht immer eine, was ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch finde, aber das war auch schon bei diesem Summer Sale so. Also, das ist auch so komisch. Also, beim Weihnachtssale 2014 habe ich das erste Mal gemacht, dass ich da alle meine Karten gesammelt habe, also gespart habe und dann erst beim Sale die Abzeichen erstellt habe. Da war es so, du hast immer eine Karte bekommen und bei den Sale-Abzeichen hast du auch immer so einen random Gegenstand von irgendeinem Game, das du überhaupt nicht spielst oder überhaupt nicht besitzt. Also dann waren es meistens aber Free-to-Play-Spiele.
Ja, aber dass du halt einfach irgendwelche random Gegenstände bekommen hast, die du auch verkaufen konntest. Also das war schon cool. Das war jetzt dann, wie gesagt, aber im Summer Sale leider nicht mehr so. Also finde ich ein bisschen schade, dass sie es nicht immer gleich machen, aber naja, ich meine, können sie ja machen, wie sie wollen. Ich meine, es ist ja ihre Plattform, ist ihr System, das mit den Sammelkarten, das mit dem Steam-Level, von daher kann man denen da schlecht böse sein oder denen was vorschreiben. Genau. Naja. Was? There was an error getting trading card information. Oh mein Gott. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Also irgendwie, je länger ich Steam nutze, desto mehr Lags und Fehler und keine Ahnung, Dinger kommen immer. Also, ich weiß auch nicht. Früher habe ich das irgendwie besser in Erinnerung gehabt. Da ist Steam nie abgeschmiert. In letzter Zeit habe ich es voll oft so. Also letztens zum Beispiel hatte ich es so, an einem ganzen Tag konnte ich nicht auf mein Profil zugreifen. Also da hat es hier oben einfach immer nur geladen. Geladen, 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 hat aber nichts angezeigt. Das Einzige, was ich machen konnte, war in meine Bibliothek reinschauen. Also es war halt so, wie als hätte ich kein Internet im Endeffekt. Was halt mega der Schwachsinn war, weil ich meine, ich hatte Internet, also alles andere konnte ich auch machen. Browser, YouTube, alle anderen Games zocken. Na gut, Steam ist ja kein Game. Also ich konnte auch Steam-Games zocken, also das war so unlogisch. Also es ging einfach nur Steam mal wieder nicht. Und zwar den ganzen Tag. Und das anscheinend auch mal wieder nur bei mir, weil wenn es bei allen wäre, dann würde das sehr, 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 sehr schnell überall aufploppen und die würden richtig hart geflamed werden. Und die ganzen Seiten wären auch down, Vulkan und was weiß ich alles. Also wenn dann auch alle down, wenn Steam nicht mehr gehen würde, dann würden ja auch Handeldinger nicht gehen. Aber wie gesagt, das war mal wieder nur bei mir. Aber das habe ich früher irgendwie besser in Erinnerung gehabt. Da habe ich selten solche Fehler gehabt. Oder vor allem so viele Fehler gehabt. Aber naja, was will man machen? Da gibt mein PC ein schönes Stöhnen von sich. Ist auch neu. Seit ich Windows 10 habe, macht er einfach ab und zu so. Will er kurz ins All fliegen? Ich lasse ihn aber nicht. Haben wir jetzt eigentlich alle Karten? Ich habe noch nicht drauf geachtet. Mich würde mal interessieren, das Abzeichen, ob man das schon erstellen kann, wenn man die Karten noch nicht hat. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber wenn mich nicht alles täuscht, kann man es nicht. Also, dass man halt jetzt mit den Mysterious Cards sozusagen das Weihnachtsabzeichen schon herstellt, bevor es überhaupt rausgekommen ist, aber das geht safe nicht. Also, bin mir ziemlich sicher, dass es nicht geht. Aber wie gesagt, der Summer Sale ist jetzt doch schon eine ganze Weile her. Wann war der? Juli, August. Naja, Juli ist dann glaube ich immer gewesen. Ah, da ist zum Beispiel wieder keine Karte bekommen. Frechheit. Also das, wie gesagt, nervt mich ein bisschen, dass er das geändert hat. Also man kriegt meistens eine, schon klar, aber manchmal eben nicht. Das ist schon, ja, komisch. Aber ich meine, sie müssten einem auch gar keine Karten geben, von daher kann man sich da nicht wirklich drüber aufregen. Genau, 11 von 11 Karten gesammelt, kann man aber noch nicht herstellen. Also jetzt haben wir alle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau, die haben wir sogar schon 5 mal die 11. Karte. Die haben wir nur einmal die 7er. Ja, es gibt ein paar Karten, die sind immer mehr wert, weil die bei jedem selten sind. Die 9. sind sogar 6 mal. Ja, das ist jedes Jahr auch so. Die sind dann am meisten wert. Das ja, kann man dann sehen. Ja, ich mache es jetzt einfach so. Ich mache jetzt hier einen Cut. Nehmen das Ganze dann unkommentiert weiter auf und werde das dann probieren, wie gesagt, im Schnelldurchlauf zu machen. Ich hoffe, ich schaffe es da. Wie gesagt, ich bin da ziemlich schlecht drin, weil das mit dem Programm, mit dem ich meine Videos im Nachhinein bearbeite, ist das ein bisschen komisch mit dem Speedvorlauf. Also ich check das irgendwie nicht so ganz, weil ja, es ist komisch, sagen wir es einfach mal so. Es ist kompliziert. Wenn man es jetzt nicht so oft nutzt, also wann macht man schon Schnellvorlauf in Let's Plays? Weil ich mache hauptsächlich Let's Play-Videos und da macht man ja keinen Schnellvorlauf, wenn man es nicht braucht. Aber schauen wir einfach mal. Ich probiere es und wenn nicht, ist es halt in voller Länge einfach mit Musik drunter gelegt. Kann man sich anschauen, wenn man will. Wenn nicht, dann nicht. Auf jeden Fall jetzt schon mal Danke entscheiden, weil ihr werdet mich dann wahrscheinlich nicht mehr hören. Oder vielleicht am Ende vielleicht doch. Keine Ahnung. Sehen wir erst dann in einer halben Stunde. Wird eine Weile dauern, das Ganze zu machen. Auf jeden Fall. Bis denn. Could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would
sight. I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could, could. I couldn't stop it.